Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sehe schon seit Monaten bei Facebook immer Werbung für einen Online-Anbieter für Diamond Painting aus Deutschland. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich wollte es jetzt einfach mal testen, wie die sind, weil es sind ja nicht, ja doch, eigentlich günstige Bilder, aber aus Deutschland. Und die waren das Bild war jetzt mega schnell da. Also ich habe, glaube, Mittwoch bestellt und heute ist Freitag und es ist schon da. Es sind nicht so große Bilder, aber sehr außergewöhnliche Motive. Ich verlinke euch auch mal die Internetseite. Ich habe jetzt für das Bild auf jeden Fall 15 Euro bezahlt. Und die haben im Moment auch so eine Aktion, wenn man 4 Motive findet, beziehungsweise, wie war das? Ich glaube, wenn man 5 Motive hat, ist es versandkostenfrei und die kosten halt jeweils 15 Euro und dann kriegt man entweder ein 50 dazu oder eine Versiegelung dazu. Müsst ihr einfach mal da drauf gucken auf der Internet, beziehungsweise bei Facebook ist es nur auf der Internetseite, stand das meine ich nicht. Auf jeden Fall heißt die Firma Allora Deluxe. Allora, das kommt wohl, weil die Inhaberin Laura heißt. Allora Deluxe. Genau. Aus Östringen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, ein Bild für 15 Euro bestellt und hatte da aber noch 10% Gutschein. Und ich dachte, zum Testen wäre das doch mal optimal. 40x50 schiebt man auch nicht so lange vor sich her und wir packen es jetzt einfach mal zusammen aus. Ist jetzt für mich auch sehr spannend, weil ich von der Firma noch nie was bestellt habe. Hier ist einmal, danke für deine Bestellung und dein Vertrauen, viel Freude beim Steineschubsen. Nimm 10% mit Rabattcode Rabatt10. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox, dann könnt ihr das ja auch nutzen. So sieht das Ganze aus. Sieht ja auch schon mal sehr ansprechend aus. Und dann packen wir es doch mal aus. Hier ist auch direkt das Toolkit. Das gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Hier ist auch noch eine Anleitung. Was ist Diamond Painting? Bekomme spezielles Angebot. Ja, ist nur so ein Flyer halt von der Firma. Jetzt schauen wir uns mal das Toolkit an. Das ist ein weißes, normales Schiffchen. Ein rosa Stift mit einem Mehrfachsetzer, allerdings einem dicken. Die nutze ich ja nicht. Eine Pinzette, die ich auch nicht nutze, einmal doppeltes Wachs und ein rosa Squishy, also so ein Standard-Toolkit eigentlich. Und ich habe mich jetzt echt getraut, in eckig zu bestellen. Ich hoffe, das war kein Fehler. So. Hier sind die Steinchen. Und hier ist das Bild. Es ist gegossener Kleber, es sind abgerundete Leinwände und auch flauschig. Und eine Papierlegende mit dabei, was ich immer ganz toll finde. Das Bild hat 30 Farben. Ich schaue mal gerade nach 310. 310 ist gar nicht dabei. 939 ist aber recht gut vertreten. Aber auch nicht übermäßig, also jetzt nicht den größten Anteil, sagen wir mal. Den größten Anteil hat eigentlich, wenn ich das richtig sehe,
die 168. Das ist ja dieser Hintergrund. Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Sieht auf jeden Fall von der Leinwand her schon mal gut aus. Ich finde bloß, dass man es nicht so ganz gut das Motiv erkennt, oder? Meine ich das nur. Ich zeige euch das Motiv nochmal eben in der Vorschau. Oder einmal eben hier. Es ist auf jeden Fall eine magische Gestalt mit einem Geweih und mehreren Tieren im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das Rehe sind. Das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Wir schauen uns jetzt erstmal die Klebekraft an. Die ist auf jeden Fall gut. Es hat auch zwei kleine Legenden. Wobei ich die Legende wirklich sehr klein finde. Also das hätte man noch länger ziehen können. Ja, der Druck ist teilweise etwas grenzwertig, muss ich sagen. Aber werde ich mit klarkommen, notfalls mit Lightpad. Ne? Also es ist, weil es halt dunkel gehalten ist, ist es manchmal schon etwas schwierig, jetzt gerade zum Herbst hin, aber dann werde ich auf jeden Fall das Lightpad mit zu Hilfe nehmen, aber es ist okay, also es ist jetzt nicht mega schlecht. Ja, dann schauen wir uns mal die Steinchen an. Vorteil ist, was ich hier gerade schon sehe, es ist in Zipbeutel abgepackt. Das ist ja schon mal sehr gut. Und ja, wie gesagt, eckige Steine sehen aber auf den ersten Blick auch gut aus. Ja, ich nehme vielleicht das an was helleres, dann könnt ihr da mehr von sehen. Also machen jetzt erstmal einen ganz guten Eindruck, obwohl die mir sehr klein vorkommen. Oder meine ich das bloß? Ja. Das ist auf jeden Fall das Bild. Hier ist auch das Bild auf dem Karton, was ich auch immer sehr gut finde. Steht auch drauf, 40x50. Schau mal gerade, ob ich hier... Ich dachte eigentlich, ich hätte mein Lineal noch hier. Das ist doch immer dasselbe mit mir, ne? Ich werde das euch in die Infobox schreiben, ob die Leinwand 40x50 ist oder das Bild. Und ja, ich hoffe, es macht sich gut. Aber ich finde die Größe 40x50 eigentlich ganz schön. Nicht immer unbedingt so ein Riesenbild. Wobei ich aktuell bei meiner tätowierten Frau auch echt mit kämpfe, obwohl es nur 40x50 ist. Aber ich würde sagen, hier ist so eine schöne Stelle, dunkelblau. Das können wir mal eben anpainten. Das Video ist jetzt ja noch nicht zu lang. Könnte man das ja durchaus eben machen. Das ist die 939. Das Schiffchen habe ich hier auch noch. Wenn ich es dann rauskriege. So. Wollen wir mal gucken. Wie das Ganze sich so verhält. Wachs habe ich hier auch noch. Dann wollen wir mal gucken.
Aber so im Schiffchen machen die Steine eigentlich einen ganz guten Eindruck. Die glänzen auf jeden Fall schön. Dann wollen wir mal gucken. Ja, da könnte ich gleich für mich klarkommen. So langsam gewöhne ich mich an eckige Steine, glaube ich. Jetzt schon öfters welche mit eckigen Steinen bestellt. So langsam wird das was. Aber die Farbe ist echt schön. Ich meine, ich habe natürlich schon oft 939 gehabt, aber irgendwie glänzt das richtig schön. Ich komme gleich. Lassen sich sehr gut legen, auch auf den Kleber, muss ich sagen. Doch, das sieht echt gut aus. Da werde ich, glaube ich, mit klarkommen. Das macht einen ganz guten Eindruck. Ja, das leuchtet richtig schön, muss ich sagen. Sieht man jetzt schon, ne? Also das macht wirklich einen guten Eindruck. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal ein Bild bestellt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie die Bilder so sind, weil das sind wirklich mal etwas andere Motive, als wie man das sonst in den Standard-Shops hat. Und wenn man dann mal eins haben möchte, was innerhalb von ein paar Tagen da ist, ist das wirklich eine sehr gute Alternative. Ich bin jetzt einfach sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht werde ich das sogar im Oktober als mein Wohnzimmerprojekt direkt machen, weil ich ja mein großes Projekt nicht im Wohnzimmer mache. Das ist ja das für Bohrer und Schüttelfrost, was morgen anfängt. Aber bisher muss ich sagen, doch, macht einen sehr guten Eindruck. Da komme ich, glaube ich, gut mit klar, obwohl es eckige Steine sind. Und man hat die Wahl, ne, zwischen eckig und rund. Aber ich habe im Moment so ein bisschen meine eigene Challenge, dass ich mal mehr eckig probieren möchte, weil ich es fertig eckig eigentlich schöner finde, ich bloß halt nicht immer so gut damit klarkomme. Aber bei diesem habe ich jetzt eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unpacking gefallen. Konntet ihr jetzt überhaupt schon das Bild im Ganzen sehen? Ich schiebe das mal einmal. Also hier ist dann eigentlich die Frau. Hier hat sie dann die Zepter. Hier ist das Geweih und hier sind dann zwei Rehe oder Rentiere, das kann ich nicht genau sagen. Und hier ist, glaube ich, noch eine Eule oder ein Vogel. Ja, das ist das Bild. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Firma schon kennt. Und ob die euch interessiert. Und ich verlinke euch alles in der Infobox. Und ja, hoffe, wir sehen uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.